Nichts hält den Markt auf, er ist auf dem Weg nach unten und hat damit sogar schon das Ziel der Abwärtsbewegung eigentlich mal erreicht, zumindest mal das erste Ziel, nämlich die 38er-Marke. Ich mache das hier nochmal im Wochenchart parallel mit beim Index hier Woche. Dann sehen wir vom Anstieg vom Corona-Tief bis zum Hoch Anfang September haben wir jetzt die 38-20er-Marke gesehen. Gleichzeitig das Tief hier aus der vierten Welle, eigentlich das perfekte Ziel dieser Korrektur und damit das, was wir als vollständige Korrektur eben tatsächlich bewerten würden. Wir können noch mal ein bisschen gucken, wie schnell ist das Ganze vonstatten gegangen. Es ist ziemlich pünktlich gleich schnell gewesen. Noch etwas lieber habe ich es, wenn es ein bisschen länger dauert, aber ich denke mal, das ist noch im Rahmen des Typischen und da die Struktur dieser Bewegung bis jetzt zumindest mal ziemlich deutlich klar dreiwellig ist, wohlgemerkt bis jetzt, wäre das als eine vollständige und richtige Korrektur aus meiner Sicht akzeptabel. Wir sehen also, das, was wir hier hatten, das hat offensichtlich nicht gehalten. Der Markt hat sich dann doch eher beschleunigt nach unten abgesetzt. Natürlich kann man das im Nachhinein jetzt noch in irgendeiner Form bewerten. Wir hatten das ja durchaus mal angesprochen. Allerdings aufgrund des widersprüchlichen Bildes, was wir auch hier vorher hatten, jetzt nicht zwangsweise zumindest mal auf dieser Ebene ein Short Trade, also wenn dann sowieso nicht in der Kurve, aber grundsätzlich das Prinzip gilt natürlich auch hier. Allerdings, da wir hier relativ relevant eigentlich eine Unterstützung gesehen haben, war uns das von der Zielweite nicht weit genug, so rum, als dass wir das als ein Trade jetzt in dem Fall hier beim Index zumindest mal hier haben gelten lassen. So, also damit das Bild jetzt erstmal rum, aber diese ganzen Marken, diese mögliche Unterstützung offensichtlich vom Markt nicht genutzt, die können wir jetzt alle rausnehmen, aber jetzt aktuell eben an der 11.500er Marke die Unterstützung, die eigentlich für einen Dreh perfekt geeignet wäre. Soll man also jetzt kaufen? Also blindlings jetzt in dieser Bewegung zu kaufen ist immer so eine Sache, da muss ich gestehen, da bin ich nicht wirklich ein ganz großer Freund davon, aber jetzt genau hingucken, denn wir haben jetzt tatsächlich aus deutscher Sicht zumindest mal beste Chancen für einen Dreh. Aber wir haben sowas schon häufiger gesehen, dass der Markt irgendwelche Support-Levels, Unterstützungen also angesteuert hat und ihn das aber nicht wirklich gejuckt hat. Der Markt also gesagt hat, oh Gott, ich falle erstmal weiter. Also bitte, bitte, ich habe in den letzten Wochen immer wieder diese Marke genannt als Ziel. Das heißt aber nicht, dass diese Marke notwendigerweise auch das Ende der Bewegung ist. Ehrlich gesagt ist das eigentlich eher der erste Teil oder der ein klassisches Ziel, allerdings die Bewegung kann ohne weiteres und sehr typisch irgendwo bis in diesen Bereich reingehen. Vorzugsweise vielleicht hier in dem oberen Bereich da irgendwo, aber das wäre absolut auch völlig in Ordnung. Also wir können auch damit rechnen, dass es noch möglich ist, dass wir auch die 11.000 und die 10.500 und so weiter nach unten sehen. Ich halte das im Moment mal, wenn wir nicht jetzt ganz doofe Nachrichten bekommen, und wir stehen ja noch wichtige Nachrichten auch aus Amerika, heute natürlich, aber auch insbesondere morgen noch aus, da kommen die Big Five, hätte ich fast gesagt, also die wichtigen mal Apple, Amazon, Alphabet, Facebook und so weiter auf den Plan. Da ist natürlich Bewegung noch drin und das kann ohne weiteres da weiter nach unten gehen. Also insofern nicht zu früh freuen. Wir müssen hier gucken, ob wir irgendwelche Indikationen finden für den Dreh und die gibt es hier aktuell noch nicht. Insofern jetzt auf die Long-Seite pauschal aufzuspringen, wäre sicherlich zu früh. Gucken wir mal auf den US-Markt und dort insbesondere auf den S&P 500. Dort hatten wir ja einen Trade uns ausgemalt hier, wenn der Markt hier tatsächlich nach oben geht, dann wäre es sehr, sehr realistisch gewesen, das Allzeithoch hier nochmal zu toppen, um dann erst später runterzugehen. Aber wir sehen schon, dass der Markt hier nicht mal näherungsweise in Triggernähe gekommen ist, also insofern sich hier nach unten abgesetzt hat. Und dementsprechend also sämtliche Long-Überlegungen natürlich jetzt aus dieser Sicht jetzt erstmal sowieso völlig obsolet sind. Ist es deshalb trotzdem möglich, dass der Markt jetzt nach oben kommt? Wenn ich ehrlich bin, wenn ich dieses Bild sehe, würde ich eher wohl mit irgendeiner Zwischenrallye rechnen, als dass das jetzt hier das Ende ist und der Markt jetzt hier nach oben massiv geht. Also ich glaube, dieses Bild ist eigentlich nicht das Favorisierte zumindest, aber das werden wir dann erkennen, wenn wir sehen, ob das hier eben eine wackelige Bewegung oder ABC-Bewegung ist oder ob das jetzt irgendwie was Steiles wird.
Das kann durchaus passieren, das sehen wir ja hier auch immer wieder, dass der Markt mal in eine Richtung steil, andere Richtung steil geht. Also das ist grundsätzlich ja nichts ganz Außergewöhnliches, dass sowas passiert eben. Falls wir das hier bekommen, dann hätten wir eine Indikation für die Long-Seite, mindestens vorläufig nochmal. Aber auf der anderen Seite, für die, die die Long-Seite eigentlich haben wollten, sollten wir uns doch freuen, dass wir nochmal günstigere Einkaufspreise kriegen und dass wir mit der aktuellen Bewegung jetzt tatsächlich dann doch diese Korrekturbewegung, die ja sowieso anstand, über die viele jetzt ja gehofft haben, dass sie früher oder später eben kommt, dann scheint sie jetzt eben zu kommen. Und die einzig spannende Frage ist, bleibt es dann bei solchen Rücksetzern hier mit der 38,20er Marke oder marschiert der Kurs tatsächlich weiter? Aber wir sehen, 3.100 wäre demnach noch nicht mal irgendwie ein Drama. Ob es wirklich so tief geht und vor allen Dingen, ob das in einem Rutsch kommt, das werden wir noch sehen. Alternativ ist natürlich etwas, dass wir hier eher eine ABC runter, hier eine ABC hoch haben. Auch hier wäre eine ABC runter und das insgesamt als ein Double Zigzag ist eine ganz klassische Korrekturformation. Warum soll das nicht funktionieren? Also würde aber den Kurs auch nach unten bringen. Aber auch hier sehen wir, es wird daran liegen, wie dieser Bewegung hier ist. Ist die steil und nicht korrektiv? Ich habe sie jetzt blöderweise hier steil als einwellig gemalt, aber wenn das hier eben sehr wackelig ist, dann haben wir einen ganz klaren Hinweis auf sowas. Und wenn ich es so steil gemalt habe, wie ich es vorhin mal gezeichnet habe, mit Abwärtskorrektur, dann haben wir die besten Voraussetzungen nach oben. Also, nehmen wir es hin, wie es ist. Wir können es jetzt eh nicht ändern. Es gibt viele Einzelaktien, die ja Short-Situationen auch gezeigt haben, wo man sagen kann, okay, da konnte man es mitnehmen. Bei den Indizes haben wir es persönlich in Teilen mitgenommen, aber jetzt wir hier im Großen zumindest mal nicht. Das soll uns aber nicht stören, denn wer diese Bewegung jetzt bis jetzt verpasst hat, kriegt entweder hier nochmal die Gelegenheit, dann nochmal zuzuschlagen oder dann eben, wie gesagt, auf der Long-Seite, wenn der Schub eben nach oben folgt. Wer uns da näher verfolgen will, der hatte die Möglichkeit, sich natürlich kostenfrei anzumelden für den Trade des Tages und bekommt dann unsere Ideen und Tipps mit ganz klarer Ansage, wie wir unsere Einstiegs- und Ausstiegsmarken da setzen. Und das als Orientierung, wer das möchte, einfach anmelden, ist es kostenfrei. Und deshalb nutzt das Ganze. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und liebe Grüße.